Wer kennt es nicht, das blau-weiße Zirkuszelt von Momolo auf der Wiese zwischen dem Ufer der Saale und der Gaststätte zum Saalestrand? Unzählige Aufführungen gab es bereits unter dieser Zeltkuppel, die im Mai 2013 errichtet wurde. Unzählige Träume, wie beispielsweise vor Publikum aufzutreten, haben sich hier erfüllt. Und unzählige kreative Ideen sind genau hier entstanden. Der Zirkus Momolo versteht sich als ein Ort, an dem Menschen zusammenkommen, gemeinsam Spaß erleben und dabei noch etwas Artistik lernen. Also die große Idee dahinter ist tatsächlich das Wort Zirkus, was in unseren Augen ganz, ganz viel verbindet. Nämlich in erster Linie erstmal die verschiedenen Kunstgenres, sprich Theater, Bühnenarbeit, Performance, Musik. Sogar neue Medien spielen eine Rolle, Artistik natürlich, und wir verbinden das einfach bei uns unter unserem Dach. Das ist das eine, und das andere, was wir sehen, ist, dass Zirkus einfach Begegnung schafft, und das ist uns ganz wichtig, dass wir einfach ein Ort sind, wo Leute kommen können, so wie sie sind, und bei uns sein können, so wie sie sind. Das ist die Idee hinter unserer Idee von Zirkus. Und das praktizieren wir seit 2006 und sind einfach ganz happy damit. Jedes Jahr veranstaltet der Verein viele Workshops und ein abwechslungsreiches Programm für jedes Alter. Die Kinder und Jugendlichen können sich bei Street Art kreativ entfalten und ihre Ideen in künstlerischen Werken umsetzen. Es kann im Zelt an Stangen geturnt werden, um das Körperbewusstsein zu stärken. Und ganz nebenbei entstehen Freundschaften und man trifft Menschen, die man sonst vielleicht nie kennengelernt hätte. Besondere Momente entstehen hier durch die Vielfalt der Teilnehmer und Besucher. Da gibt es ganz viele Momente, ich könnte die gar nicht alle aufzählen. Also ein ganz wichtiger Moment war, wo wir unser Zirkuszelt bekommen haben, weil wir hatten endlich ein Dach, ein Zuhause. Das war ein ganz, ganz berührender Moment. Und als es dann losging und wir die ersten Veranstaltungen auch in dem Zelt hatten, wenn man einfach nur als Zuschauer, wenn ich als Gast komme und sehe, was junge Menschen auf der Bühne machen, wie sie über sich hinauswachsen, das macht ganz viel Gänsehaut. Oder wenn wir ein tolles Konzert haben oder tatsächlich auch internationale Gäste und wir hochklassige Artistik auch erleben können, das ist einfach toll und die Leute nehmen das mit und diese Energie in dem Zelt, da sage ich immer wieder wow und danke. Für das Ferienprogramm oder einzelne Projektwochen werden auch Sporthallen für das Artistiktraining genutzt. Der Zirkus steht zudem in Kontakt mit der Kinder- und Jugendeinrichtung Polaris, sodass auch hier die jungen Teilnehmer beispielsweise tanzen und Musik machen können. Doch das Zirkus-Equipment muss natürlich von A nach B gebracht werden. In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Jena als langjährigen Kooperationspartner wurde daher ein Elektroauto für den Zirkus Momolo angeschafft. Und dass dieses Auto für einen Zirkus unterwegs ist, kann man schon von Weitem erkennen. Die Idee mit der Elektromobilität war eine ganz persönliche. Ich bin irgendwann, war ich bei einem unserer Partner in Palästina. Wir haben eine Kooperation mit einem palästinensischen Zirkus und der Direktor hatte ein Stromauto und ich durfte das benutzen für die Zeit, wo ich in Ramallah war und dachte, cool, das macht total Spaß und dass es sowas gibt und habe dann angefangen zu recherchieren und habe mitbekommen, okay, das könnte möglicherweise ein Weg sein von vielen, wie wir das in den Griff kriegen, dass nicht ganz so viel Dreck in die Luft geblasen wird. Der Zirkus Momolo ist seit 11 Jahren als Verein aktiv. Auf die Idee, einen Zirkus zu gründen, kam Friedemann Zieper durch den Weimarer Zirkus Tasifan. Begeistert von dieser neuen Form des pädagogischen Mediums war auch die Geburtsstunde von Momolo gekommen. So wurde ein Ort geschaffen, an dem sich junge Menschen begegnen, miteinander aufwachsen und auf besondere Weise lernen, was über die üblichen Sportarten und Spiele hinaus alles möglich ist.